Ja, hallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen. Ich bin der Chris und ich bin mit dem Tiroler gemeinsam mal wieder auf unserem kleinen Abenteuerspielplatz, gerade hier im Bunker herinnen, weil ich möchte mir heute den Generator nochmal anschauen, weil das letzte Mal haben wir ja so weit das gebracht, dass der Motor wieder funktioniert, aber kein Strom irgendwie in die Batterien kommt, beziehungsweise vielleicht auch die Batterien einfach schon so kaputt sind, dass einfach kein Strom drüber geht. Müssen wir jetzt dann schauen. Ich habe jetzt schon mal kurz angefangen. Ich nehme euch jetzt mal kurz mit. Und zwar habe ich hier schon mal die Kabeln von der Batterie runtergenommen. Und die Spannung der Batterien gemessen. Und die ist bei 2,5 Volt ungefähr und sollten eigentlich 24 sein. Also die Batterien sind mal definitiv tot. Ja, jetzt werde ich mal den Generator anwerfen und schauen, was damit dann passiert. Und ich glaube, der Tiroler hat gerade den Notausstieg aufgemacht. Ich melde mich gleich wieder. Ja, der Tiroler hat jetzt gerade einen der beiden Notausstiege aufbekommen, wie vermutet, aber ich möchte mich jetzt trotzdem weiter um den Generator kümmern. Also wie gesagt, ich habe jetzt die Kabel schon mal runtergenommen und werde den Generator jetzt dann mal anwerfen und dann mal schauen, mal messen und schauen, ob da Spannung rauskommt beim Generator oder nicht. Ja, also ganz offensichtlich, der Generator ladet jetzt mal nicht. Das heißt, ich werde jetzt mal die Steuerung aufmachen und schauen, wo die Leitungen aus dem Generator reinkommen. Und mal schauen, ob aus dem Generator selber überhaupt Spannung rauskommt. Und ja, mal schauen, ob es der Generator dann selber ist oder vielleicht nur die Steuerung, muss man dann schauen. So, ich habe jetzt mal da ein bisschen einen Blick in die Elektronik geworfen und was mir aufgefallen ist, die Sicherung, die Hauptsicherung, die 63 Ampere Sicherung, die ist durch. Dementsprechend ist auch klar, dass da kein Strom rauskommt. Es ist also so, dass hier die Plusleitung reinkommt vom Generator und die geht dann hier in diesen Sicherungsautomaten, wo eben dann diese Sicherung drinnen war. Und das Gemeine an der Sache war, dass das Knöpferl eigentlich noch da war und es so ausgesehen hat, als ob die Sicherung noch gut wäre. Ich habe sie aber dann durchgemessen und hatte keinen Durchgang. Und dann konnte ich auch ganz leicht ja, dieses Knöpfelkapperl, was da drauf ist, rausziehen. Also die Sicherung ist definitiv durchgebrannt. Ihr seht, das ist eine 63 Ampere Sicherung für bis zu 250 Volt Gleichspannung oder 400 Volt Wechselspannung. Wir müssen jetzt dann mal schauen, wo wir dieses Ding herkriegen, weil ich weiß nicht, ob man das normal im Baumarkt bekommt, keine Ahnung. Und ja, die müssen wir jetzt erstmal ersetzen und dann können wir weiterschauen, ob es dann funktioniert oder ob noch irgendwas anderes ist. Ja, das wird unser Aufenthaltsraum, zumindest vorübergehend, weil hier haben wir
auch ein bisschen dann künstliches Licht für den Abend oder so. Kann man auch schon einheizen. Den ersten Ofen, das wir schon mal gereinigt haben, das Ganze. Und jetzt kommt das drumherum. Jetzt wird mal ein bisschen geputzt, dass man hier auch wohnen kann.